Jedes Jahr sterben weltweit viele Menschen an antibiotikaresistenten Bakterien. Das antibiotische Allheilmittel ist 90 Jahre nach seiner Entdeckung obsolet. Auf der Suche nach einer Alternative richtete sich die Aufmerksamkeit auf eine Behandlung, die vor allem im Hemmer 2019 starben. Berichten zufolge etwa 4,95 Millionen Menschen an Krankheit. Im Zusammenhang mit Antibiotikaresistenz 3 Millionen als direkte Folge von Antibiotikaresistenzen. Die Forscher analysierten Daten zu 369 Krankheiten und Verletzungen in 204 Ländern und Territorien allein im Jahr. Penicillin im Jahr 1928 vom britischen Bakteriologen Frederick Dwort und dem französisch-kanadischen Mikrobiologen Felix Terrelle entdeckt. Ein Erwachsener hat 40 Billionen Bakterien und 300 Billionen Bakteriophagen. Der Einsatz von Phagen in den westlichen Ländern trat nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der breiten Verfügbarkeit und wo Antibiotika anfangs nicht weit verbreitet waren, heute gehören Institutionen aus diesen Ländern zu den weltweit führenden Institutionen an, wo 30 Billionen Körperzellen, 40 Billionen Bakterien und 300 Billionen Bakteriophagen, sagt Christian Willi, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie.